Hallo Leute und herzlich willkommen zu Palatilum Outdoor. Ja, heute ein kleines Dankeschön-Video und der Dankeschön geht diesmal an den Kanal Tarnkäppchen und der Wolf. Die Lula und der Dietmar, die hatten 222 Abonnenten erreicht, haben da ein kleines Special gemacht, eine kleine VA von mir bekommen und durch die VA habe ich automatisch bei einem Gewinnspiel mitgemacht, habe da gewonnen mit zwei anderen und hierfür nochmal ein ganz großes Dankeschön. Hier die Tage hatte ich dann auch ein Päckchen in der Post. Und bevor ich vergesse, muss ich mich natürlich auch noch beim Carlos bedanken, denn der Dietmar ist im Moment ein bisschen fußkrank, ein bisschen verletzt. Gute Besserung, Dietmar. Und der Carlos hat für den die Auslosung gemacht. Deswegen auch ein ganz großes Dankeschön an den Carlos, denn der war die Glücksfee und hat mich dann auch bei diesem Gewinnspiel gezogen. Ja, natürlich wollte ich euch das nicht vorenthalten, ein kleines Unboxing machen. Das Paket kam vorgestern an. Ich war ein bisschen in Urlaub, deswegen tut mir leid, Dietmar, dass es zu spät kam, die Antwort dafür. Und ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen und wir gucken einfach mal rein, was uns der Dietmar so schickt. So, das Paket offen und hier sehen wir dann schon die erste. Ganz klar, Cappuccino wird wahrscheinlich ein bisschen mit dem Carlos zu tun gehabt haben. Da gibt es dann, oje, einen Jahresvorrat Cappuccino. Wenn ihr den hier seht, einmal Nescafé, da haben wir dann 4, 5, 6 Tüten. Wir haben hier ein paar Schokoriegel. Und dann kommen wir weiter, geht es zum einen Esbit-Kocher, kennen die meisten, mit ein bisschen neuem Esbit. Und wir haben Outdoor-Tasse, ist auch super. Und dann gibt es hier zusätzlich auch noch von MFH. So ein Pouch und dieser Pouch hier, der eignet sich auch super für die Nalgene Oasis. Die habe ich auch dabei, habe ich zurzeit hier dabei und dieser Pouch ist eigentlich ideal für die gemacht. Hier kann man auch noch mit diesem Becher davon schaffen. Man kann hier oben dann einfach zuziehen, kann hier diese Tasche ein bisschen einrollen, klappt dafür dann diesen Halter drüber und schon hat man eine super Wasserflaschentasche. Also für den einen oder anderen, der für diese Oasis noch eine Tasche sucht, die ist eigentlich ideal dafür geeignet. Rechts und links hat man noch ein paar Staufächer, die sind noch nicht ganz so teuer und hier hinten hat man natürlich noch das altbewährte Molle-System, um ihn zum Beispiel hier an dem Rucksack festzumachen. Ja, und da wir hier schon mal alles zusammen haben, denke ich, machen wir noch ein kleines Käffchen. Machen wir diesen Esbit da und dann werde ich mir einfach mal noch ein kleines Teechen kochen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie gut es funktioniert ohne Deckel. Ja, ich bin jetzt hier noch ein kleines Teechen am Kochen, direkt mal die Sachen vom Dietmar umgesetzt. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Ich mache immer wieder gerne mit bei deinen VAs und mal weiter so. Und an alle meine Abonnenten, die den Kanal Tarnkäppchen und der Wolf noch nicht kennen, schaut einfach mal vorbei. Ist auch ein super netter Kanal. Im Moment halt durch den angeschlagenen Dietmar nicht so aktiv. Aber ich denke, ab nächstem Jahr ist er wieder voll dabei. Ansonsten an alle anderen, bis demnächst. Euer Palatilum.